doch mein Sohn. Ich darf ihn nicht auch noch verlieren. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Warte darauf, dass die Witwe zu Ende gesprochen hat. Arme Frau. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Hundert Meter. Dann sollten wir lieber einen Eselkarren nehmen. Ja, das ist passiert, weil Nutella Palmöl nimmt inzwischen statt Kokosnussöl. Natürlich nicht, beides ist scheiße ungesund. Nee, dem diese Diskussion, die es jemals gab. Sei meine Augen, Enkidu. Das sind die Blumen, die ich suche. Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Nimm das, Schlange. Und, Chat, gibt's noch irgendwelche Deep-Themen heute? Was hat man verpasst? Was ist in der Welt geschehen? Außer, was wir alle gelernt haben, dass wenn wir, nein, das kann ich nicht sagen. Sonst wird das wieder zu politisch hier. Ich bringe dir die Blumen und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jar Jaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Ach, wo wir gerade dabei sind, Calypso hat Commandos Origins angekündigt. Eine Fortsetzung der Commando-Reihe. Commandos sieht jetzt ein bisschen aus wie Jagged Alliance 3, aber es macht nichts. Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Vor uns kann sich nichts verstecken. Was Paradox Factorio? Paradox Factorio heißt Foundation, das haben wir vorhin gespielt zur Mittagszeit. Und das ist ja nicht von Paradox, das wird ja von Paradox gepublished. Die haben ja vorher daran entwickelt und die haben erst vor kurzem bekannt gegeben, dass Paradox der Publisher von denen wird. Aber haben sie verdient. Ist ein schönes Spiel.
Ich finde es auch ganz interessant eigentlich mit Paradox. Hier sind aber viele Spuren. Paradox, weil vor Jahr, also ich arbeite ja auch schon seit Jahren mit denen zusammen, mehr oder weniger, und die sind ja auch gewachsen. Also irgendwann wird es da auch mal einen Stellenabbau geben. Ich muss einen Weg hineinfinden. Weil es ist immer so, also eine Firma bläht sich erst auf. Und dann irgendwann macht jemand den Kahlstrich, wenn irgendwas nicht mehr so gut läuft, wie es vorher gelaufen hat. Weil man einfach immer gedacht hat, das geht ja immer so weiter. Aber irgendwann ist ein Zenit erreicht. Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Ich lasse die Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter, aber Beshi hat recht, wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Das alles halt eigentlich mit Spielen erstmal, zeige mir für die sich eine Nische früher mal interessiert hat. Aber Erfolg auch da durch eigene Engine-Entwicklung. Und das ist eine Sache, die unterschätzen viele. Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Ach, der dumme Junge. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was er damit meinte? Oh nein. Dohans Hof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist, bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Dohans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Man kann Hühner angreifen. Wache! Hier ist ein Mord geschehen! Hilfe! Dieses Huhn war mein Onkel! Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Credo, noch schulde ich den Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Doan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich. Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beshis Namen. Sie suchen nach ihm. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Ja, ich kann Hilfsmittel verbessern. Man merkt halt schon ein bisschen, dass es wirklich ein Valhalla-DLC werden sollte. Alis Männer festgehalten werden. Gefühlt. Weil wenn ich so an das letzte DLC von Valhalla denke, ne, mit den Göttern und alles, das war ja auch umfangstechnisch in etwa wie das hier. Weise mir den Weg.
Ah, jetzt kommt er. Zu weit weg. Diese dummen Sklaven werden bereuen, nicht einfach nur gearbeitet zu haben. Was war das? Der Anführer wird nicht zimperlich sein. Er liebt was. Hey, was ist da los? Hey! Moment! Na toll. Leute, Allah sei Dank. Guck mal, Stroh. Wir wären tot. Hol mich hier raus. Wenigstens Holz. Außerhalb des Gehöfts. Spute dich. Hätte die einfach kaputt treten können. Du bist nicht hier. Leite mich in Kido. Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Ach krass, der kann von dem Schützen abgeschossen werden. Augenblick. Augenblick mal. Jetzt blüht ihm dasselbe wie seinem Vater. Hey, Spaß ist vorbei. Ja. Das ist schlecht. Ich habe nämlich keine Wurfmesser mehr. Aua! Schwächling! Jetzt wird das Fleisch gehackt. Nur ab. Bleib weg!
Moment, Junge, da unten gibt's eine Kiste. Man muss ja auch Prioritäten setzen. Entschuldigung. Deine Mutter wartet auf dich. Ich gehe noch nicht zurück. Die haben meinen Vater ermordet. Ich kämpfe mit den anderen. Du bist tapfer. Gut. Geh zu Ali vor dem Gehöft. Das waren alle. Ich sollte jetzt zu Ali. Was siehst du? Und nur kurz gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Oder eine Kiste, wo ich mal eben meine Ausrüstung auffüllen kann. Allah ist groß! Allah ist ja, groß! Ali hat uns alle gerettet! Sind alle da. Doan bin Arslan wird jetzt sterben. Wir warten nur auf dich. Ich bin bereit. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart, und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Asharkia schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an, von den kleinsten in Bagdad bis zu den größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Heißt Allah nicht schon Gott? Ja, fängt ja gut an. Voll gut, wie er da oben steht. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte ihm Nadin, der Befehlshaber, in Asharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Arroch und El Aeshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin, der Befehlshaber in Asharkia. Aber es waren jetzt nur seine Wachen, wir haben den noch gar nicht ausgeschaltet. Doch, war der dazwischen? Habe ich nicht mitbekommen. Wahrscheinlich, weil es so unspektakulär war. Der erste wurde halt so richtig zerfetzt.
Witzigerweise sagen Leute eher, dass die Technik schon ein bisschen betagt aussieht. Weil es ja immer noch komplett auf den Gerüst von Assassin's Creed Valhalla beruht. Was nicht heißt, dass das Spiel nicht hübsch sein kann. Du zahlst für deine Verbrechen. Ungünstig. Nur die Charaktere könnten ein bisschen hübscher sein vom Gesicht her. Aber sonst ist alles sehr hübsch. So, ich denke mal, Schnellreise wird sie am ehesten anbieten. Finden die Ordensmitglieder, die sich in im Nadine der Befehlshaber treffen. Das waren die Befehle, die wir beim Töten aufgenommen haben. Wie schnell ist nicht verfügbar? Oh. Weißt du warum? Weil ich ein Fahndungslevel habe. Beziehungsweise das ganz leicht angetitscht war wegen dem Öffnen der Kiste. Von dem Haus, wo ich eh alle Wachen getötet habe. Die Kiste hat niemand mehr gehört. Schön, sich nützlich zu fühlen. Und hier sind wir nützlich. Glaube ich. Wir haben einen Münzfälscher erwischt, der auf dem Zug am Kloster der Jungfrau sein Unwesen. Ja, also ich finde das Wüstensetting auch besser. Ich finde das. Leite mich, Inkidu. Ist einfach so. Für mich gehört Assassin's Creed schon immer einfach in die Wüste. Es ist halt leider so. Die anderen Settings haben mir alle nicht so zugesagt. Ja, Nadine, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Auch wenn die mit der Animus-Geschichte ja eigentlich dann, sag ich mal, in allen historischen... ...bereichen will dann gerne. Und die kriegen Feigen und Wein in einem eigenen Zimmer. Abgeschlossen natürlich. Einen Moment. Auch in Ägypten war auch noch okay. Hey. Komm her, Dicker. Ich bin es. Hier, du Hund. Ich fand leider auch die Geschichten von Valhalla und so nicht so pralle. Weißt du, was bei Valhalla einfach das Einzige ist, woran ich mich erinnern kann? Ja, ich konnte die Frau von meinem Bruder ficken. Genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch. Und das konntest du immer wieder machen, so oft du willst, ohne Konsequenzen während des Spiels. Erstmal. Und das ist alles, was von Assassin's Creed Valhalla bei mir kleben geblieben ist. Und natürlich das letzte DLC. Versperrt.
Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Und bei Odyssey... Ich brauche den Schlüssel. Was bleibt bei Odyssey bei einem kleben? Ah, ich hatte Sex mit einem Typen, einer Ziege und ich glaube, eine Frau war nicht anwesend. Nanu? Wohin? Nächstes Mal. Was zum... Komm mal eben her. Danke fürs Folgen. Anti-Freaky oder Anti-Freckle oder Freckles. Toll, Tür ist verschlossen. Los, Inkido. Ich hatte Sex mit einem Typen, einer Ziege und einer Frau. Und eine Frau war nicht anwesend. Wundervolle erste Worte in dem Stream. Wir reden halt über alte Assassin's Creed-Teile. Sehen. So, das Assassin's Creed ist ein bisschen günstiger, weil dieser Teil nicht so lang ist wie die anderen und der halt über Basim jetzt geht und das war wahrscheinlich mal als DLC geplant. Ich habe das nur im Chat so ein bisschen verfolgt, dass das der ein oder andere mal erwähnt hatte. Und hier als eigener Teil. Ich weiß auch nicht, warum sich das geändert hat oder ein paar Leute sagen dann, das ist auch irgendwie dann Abzocke, weil der kürzer ist. Vielleicht deshalb, ich glaube deshalb ist der Preis auch ein bisschen günstiger und nicht auf 60 oder 70 Euro, wie ja viele AAA-Produkte inzwischen, also wo die hingehen vom Preislichen. Na? Origin hat das Problem, dass die Nebenmissionen einfach Müllstory waren. Man soll die Story wohl... beziehungsweise man soll wohl alles in... ach, was wurde gesagt? 20 Stunden schaffen können. Aber dafür sollen halt Haupt- und Nebenmissionen schon alle angemessen sein. Und hat keine Filler drin, ne? Es ist halt alles recht straff gezogen. Und sagen wir mal über Keyseller-Partner und sowas. Was für ein Keyseller-Partner, ich auch immer jetzt meine an dieser Stelle. Meiner. Kriegst du das ja auch teilweise schon für 40 Euro, deshalb. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ein
Ach, der Dicke hat den Schlüssel. Stehen bleiben. Er kommt wieder. Was? Komm mal her. Habe ich das jetzt falsch gesehen, dass der gar nicht den Schlüssel hatte? Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Also gleich habe ich eh alle hier getötet. Deine Stunde ist gekommen. Das macht weh. Bist du müde? Sterb du! Ups. Also für 30 Euro habe ich es noch nirgendwo gesehen. Da würde ich auch ein bisschen mir dann langsam Sorgen machen. Also wenn ein Preis zu gut ist, dann ist das meistens dann ein Verkauf, wenn an den gelockten Account. Also kaufst halt einen Account mit dem Spiel gelockt. Die Leibwache des Vetters des Kalifen angebrüllt. Weißt du noch? Mit dem ist nicht zu spaßen. Der tötet zum Vergnügen. Na, so ein bisschen töte ich auch zum Vergnügen. Bin ich doof. Der Schlüssel wird auf dem östlichen Balkon aufbewahrt. Das ist doch der östliche. Frage ist, was wird denn als Balkon, Balkon gesehen? Das da unten? Das da oben? Stehe ich auf dem Balkon? Ist das da unten der Balkon? Weil da war ich. Hm?
Ah nee, jetzt sehe ich, wo es wahrscheinlich ist. Da ist der Schlüssel. Ja, es sieht sogar wie ein richtiger Balkon aus. Was? Migräneattacke. Ist alles leer gemacht. Ich habe heute Trainingsplanerstellung bei FitX. Ich habe keine Lust, weil ich die Woche faul war. Und der wird mich umbringen dabei. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeih, Strategen. Doan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Doan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Kann ich einfach wieder durch die Tür gehen und gehen? Nö, warum auch? Würde ja gar keinen Sinn machen. Warte! Was? Was? Ja. Svensson, schon wieder? War es nicht letztens schon? Ja, es war letztens schon. Und ich habe diesen Termin verpasst letztens. Da war ich 10 Minuten zu spät im Studio. Mein Fehler. Warum konnte ich durch die Tür einfach gehen? Ich glaube, man konnte doch durch die Tür gehen. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden.
Also doch, warum konnte ich die Tür jetzt vorhin nicht öffnen? Das kann mir wahrscheinlich auch keiner sagen. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Ja, das war ein richtig schwieriges Entkommen. Na, hopp. Hopp. Willst du nicht, ne? Gute Nacht, Ogenne. Schlaf gut. Guck mal, es reit hier. Dann können wir zum Quest eben laufen. Ich glaube, ist die ganze Zeit im Kreis um das Ziel herum. Lass mich raten, da kann ich mit Schnellreise rein. So, zur Bruderschaft. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt.
Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasalle im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Tausende getötet. Wenn ich die Kette hochgehe, dann komme ich doch schon zum Anführer, oder? Ah ne, ich muss ja mehrere Hinweise finden, also muss ich auch mehrere Ketten verfolgen. An dem Hafen. Töte den Strategen Jassur. Basim stellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden eine Gesundheit wieder her. Hallo, willkommen. Sicherlich, das ist... Okay, freischalten war es nicht. Kannst du das war nur ein kleiner Fisch, den wir getötet haben. Das hat aber doch keine Sterbesequenz gehabt. Wir nehmen leichte Klingen. Lässt einen aufgeladenen Wurf zu der Reichweite und Schaden erhöht. Und hier werden wir mal auf Reichweite gehen. Weil wenn ich den Kopf treffe, ist eh jeder tot. War's das? Eure Hilfe. Leb wohl. Ja, außer der Dicke. Aber den tötest du ja auch nicht einfach, indem du, wie heißt das? Indem du halt irgendwas an die, du musst den ja an die Beine schmeißen, damit du dem Schaden zufügen kannst. Also tötest du mit den Messern ja sowieso nicht. Also finde ich das unnütz. Das ist, glaube ich, zum Hafen. Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Stehen bleiben!
bleiben. Das war notwendig. Also wenn man aufpasst, das ist alles hier kein Ding. Weil die Bewegungsabläufe von den Gegnern sind ja auch... Für jemanden, sag ich mal, der ab und zu Souls-like-Games spielt, ist das halt eigentlich schon ein Witz. Entschuldigung, da ich das mal so sagen muss. Es ist schön, dass es ein bisschen anspruchsvoller geworden ist mit den Kämpfen, aber da geht halt noch ein bisschen mehr. Tö, der Bücherwurm. Bringe diese Bücher ins Haus der Weisheit. Okay. Weil das war eigentlich ein Rätsel. Ich glaube, das deckt halt so die Nebenquests mit auf. So, ein weiteres Hilfsmittel freischalten. Zusätzlich der Konzentrationsbalken. Noch bessere Sinnesschärfe. Die Wachgänge werden markiert. Oder ist natürlich auch cool, dass automatisch die Gegner hervorgerufen werden. Da kann man auch gleich ein Souls-Game zocken. Ja, aber du siehst ja zum Beispiel bei den Jedi-Spielen, dass halt so eine Kombination ja schon funktioniert. Eine detaillierte Zeichnung eines seltsam anmutenden Schiffes. Ja, ich will diesen Fall verfolgen. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Du hast hier nichts zu suchen. Eine Leiche. Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen.
Was siehst du, Enkidu? Ja, da gibt's eine Truhe im Hafenlager. Für dich gibt's hier nichts. Das entscheide ich immer noch selbst. Die rollen Taubenfänger. Ich hab dich gern rausgelassen, Katze. Wo soll der Steckbrief sein? Haben die ihn an die Decke geklebt oder was? Ja, war doch unten, bin dran vorbeigeritten. Am besten bleibe ich im Schatten. Da ist noch ein Steckbrief. Sie suchen also nach mir. Es haben nicht nur die Waffen weniger Dampf, es ist einfach allgemein schwieriger, einen Gegner zu töten. Vom Schaden her. Sorry, ich wollte nur das einsammeln. Und wieder tschüss. Weit genug weg von den ganzen. Leihe mir deine Augen. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Hilfe! Mord! Haltet den Mörder! Ich
Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Messer gegen Bogen. Also genug Markierungen. Gleich verstummst du. Wohin verschwinde ich? Das wird wohl nicht gut funktionieren jetzt. Wieder Durchgang gewesen. Lass das. Das überlebst du nicht. Scheiß dir in die Hose, was? Das stimmt auch, das überlege ich jetzt gerade nicht, weil das war dann doch etwas sehr viel. Da ist doch der Typ aus Szene 23. Weise mir den Weg. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. Gibt es hier ein Problem? Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Sei meine Augen. Ich krieg die Krise. Ich bin noch weit genug weggegangen. Ich will wenigstens den Mord noch machen, bevor ich aufhöre heute. Zeige mir alles. Dass ich
Misthaufen von Ashtakia geschickt werde. Was siehst du, Sadiki? Noch mehr Gegner. Seltsam. Du läufst mir noch über den Weg. Wir sind bereit, wenn man uns braucht. Augenblick. Ich häute dich, wenn ich... Was? Alter! Jetzt machst du dir ein Temp, hä? Leute, eine wird von einem Hühnchen angegriffen. Eigene Leute weg. Verdammt! Lass mich weg! Nein! Ach, die wollen mich alle verarschen einfach nur noch. Es ist doch unglaublich. Thank you.
Ja, super. Verstummst du? Vor allem voll gut, so dumm ist keiner, dass er uns angreift. Man kann Gegner mit Pfeifen einlocken, aber locke ich das halbe Lager hier an. Gut, es kommt von oben. Das war jetzt nicht schön gemacht alles hier, aber Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Du meinst das Modellschiff, wo 8000 Fässer drauf sind. Das ist aber eine effiziente Fackel. Gute Feuerwehrübung. Findet die Hunde und bringt sie zu mir, oder ihr spürt selbst den Biss meiner Peitsche. Ein Brief von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Da ist eine weitere Ladung Heeresvorräte verschwunden. Das ist das zweite Mal in ebenso vielen Monaten. Einer wäre erledigt. Nun zu Aroch. Phase ist auch wirklich sehr breit gefächert. Das Einzige, was mich wirklich abfuckt, ist, dass man die Glocke anscheinend nicht zerstören kann. Das ist, ach doch, man könnte, glaube ich, das Seil hier oben abtrennen, dann funktioniert die Glocke nicht mehr. Ich läute die Glocke. Da, pass dich. Nein, ich hänge an der Glocke fest. Aber ist auch egal, wir sind ja eigentlich fertig hier. Hauen wir ab.
Yalla! So, verlangsamt die Zeit, während in der Luft mit Wurfmessern weiche in Richtung eines nicht blockbaren Angriffs aus und ja, und roll dich ab. Konzentrationsbalken. Du kannst eine zweite Hilfsmittelverbesserung von Rang 1 für jedes verfügbare Hilfsmittel auswählen. Ach so, ich verstehe. Hier ist auch das Master, die, also dass du besser Taschen lernen kannst oder beziehungsweise klauen. Das ist so kacke, das ist alles so hilfreich. Ja, alle Wurfmesser, die Gegner treffen, können von ihren Leichen wieder aufgesammelt werden. Das ist das, was jemand mal zwischendurch gesagt hat. Man kann auch die Wurfmesser wieder aufsammeln. Ja, Wenn man die Fähigkeit freischaltet, bestimmt. Bücher ins Haus der Weisheit bringen. Wir können noch mal in die Kammer gehen. Eben kurz. Ich habe ja genug Scherben. Ist auch irgendwie ein bisschen verarschen, ne? Da machst du den Schnellreisepunkt direkt davor und darfst dann jedes Mal in die Kammer runterschwimmen. Also du hast halt schon die 10 Scherben fertig. Die ganze Zeit sauber. Und ja, auch damit zu tun, dass ich meinen Körper mit dem Blut meiner Feinde wasche. Ich sehe das, da kriege ich ein Schwert und ein Dolch. Und das hier ist bestimmt das Story-Relevante. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Das Samsama. Maximal Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden wird um 50% erhöht. Toll. Was kann der Dolch hiervon?
Jeder fünfte Treffer heilt 10% von Basims Gesundheit. Schwierig. Wir müssen noch inzwischen für Darwin genug geklaut haben. Ich habe genug Leute, die im Blut von Jungfrauen gebadet haben und dachten, das würde jung halten. Danke für die Spende, glaube ich. Ich habe leider den Spendenreiter nicht offen, wie immer. Sven, danke. Das habe ich jetzt gerade nur zufällig übrigens gesehen, weil ich das gar nicht mehr so stark bewerbe mit den Spenden. Klar, der Reiter kommt doch dafür, aber ich muss sagen, ach, das ist steuerlich immer so doof. Ich muss die loswerden. Wo ist er denn? Ich will jetzt nicht sagen, dass das was Schlechtes wäre, aber es ist halt... normalerweise über die Tipi-Plattform kann man es... Geh auf Erkundungsflug. ...dann doch relativ gut abrechnen, aber es ist trotzdem... Jede einzelne Buchung muss dann immer... ...gemacht werden. Beschwere ich mich gerade über eine Spende? Irgendwie so ein bisschen, ne? Ich glaube, ich bin einfach zu müde. Ich falle besser nicht auf. Ich sage einfach danke. Bessere Nein. Möglichkeit. Reden wir noch über das Blutbaden. Na, ist mir auch zu teuer geworden. Wir haben über Spenden geredet. Mal gucken, was wir bei dem bekommen. Sei gegrüßt. Da ist er, der junge Löwe. Ich kipp beim Blutspenden leider auch um. Hier ist etwas für dich. Oh, reiche Ernte. Gute Arbeit. Und jetzt? Lass dich nicht unter... Pass auf dich. Du bist ja ein lustiges Kerlchen. Dann bringst du den 3. Oh, danke. Ach, da habe ich Bauteile für bekommen. Denkst dennoch was? Was für ein Unsinn. So, Ladies, machen wir an der Stelle einen Break von Assassin's Creed Mirage. Werden wir aber die Tage noch ein bisschen weiterspielen, weil wir wollen ja auch noch durchkommen. Muss ja alles unter einem Hut wieder bringen, bevor noch mehr Releases sind.
Die kommen ja. Lords of the Fallen ist auch schon in den Startlöchern. Muss man ein bisschen offscreen morgens spielen. Schön dich. Wenn du das ist. Mal was mit der Körperzersetzung. Schlaf gut, Yabu. Nehmen wir einfach mehr Messer. Genug gesehen. Ja, danke. Bemerkenswert. Meinen größten Dank.